Hörst du mich? Eine Antwort kann ich wohl nicht erwarten. Ich weiß noch nicht mal, wo du gerade bist. Erkennst du meine Stimme überhaupt? Weißt du noch, wer ich bin? Hallo? Wie viel bekommst du noch mit von der Welt? Wird wohl nicht allzu viel sein. Hallo? Ich werde dich auf dem Laufenden halten, mich regelmäßig hören lassen, soweit ich kann. Was die Zeit Hallo? Ist. Hörst du mich? Du tust mir leid. Bei allem, was passiert ist. Und jetzt, so abgeschnitten von allen. Wahrscheinlich ist meine Stimme die einzige, die dich in Zukunft erreichen wird. Wir haben alle die Hände voll zu tun. Aber das weißt du ja am besten. Nein, wie auch immer. Du weißt erstmal, wie die Dinge laufen. Also, halt die Ohren steif. Du wirst mich bald wieder. Nein, geh nicht, geh nicht! Da bin ich wieder. Dabei weiß ich gar nicht, was ich dir erzählen will. Wo soll ich nur anfangen? In einer Welt, in der immer überall irgendwas passiert, wie kann ich dich da auf den Stand der Dinge bringen, wo ich doch selber nicht weiß, was alles passiert? Wir sind so weit voneinander entfernt. Dabei gehörten wir immer zusammen. Dass du nicht mehr hier bist, verstehe ich immer noch nicht so ganz. Ich vergesse es tatsächlich immer wieder und dann, in diesen kleinen Momenten, bist du einfach nicht da. Verdammt. Ich hab's endlich wieder geschafft. Glaub mir, so oft ich kann, bin ich hier, aber das ist leider seltener, als ich es mir wünschen würde. Es stört mich, dass alles, was ich für dich tun kann, reden ist. Am liebsten würde ich dir richtig helfen, dich wieder zurückholen. Aber das kann ich nicht. Es ist so elendig frustrierend, immer nur hoffen zu können. Ich sollte aufhören. Das nächste Mal will ich dir wirklich erzählen, was passiert. Es tut mir leid. Wie immer rede ich nur über mich und meine Probleme. Wir hören uns dann.
Über die Tage wollte ich dir so viel erzählen. Von all den Situationen, bei denen ich an dich denken musste. Und all die Nachrichten und Neuerungen, über die es sich zu berichten lohnt. Von den Schwierigkeiten, die sich so durch das Leben aller ziehen. Aber jetzt, wo ich hier bin und es tun könnte, weiß ich nicht mehr was und wie und warum überhaupt. Du wirst mir eh nicht antworten, noch bekomme ich andere Reaktionen, geschweige denn Hilfe in irgendeiner Weise. Herrgott, ich weiß nicht mal, ob du das alles überhaupt mitbekommst. Ich könnte genauso gut ins Leere sprechen. Mache ich ja vielleicht auch, wer weiß. Viel zu viel. Mit diesem und jenem auch immer noch dich mitzunehmen. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Ich schaff das alles nicht. Und wofür überhaupt? Hey, es tut mir leid. Ich fühle mich schlecht für das Gesagte. Ton und Ausdrucksweise waren alles andere als ideal. Ich hätte das nicht so sagen sollen. Vor allem habe ich dir was anderes versprochen. Aber es ist ja leider was Wahres dran. Weißt du, es ist anstrengend weiterzulaufen. Ohne dich. Und dann immer wieder zurückzukehren. Zu dir. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Oder ob du jemals wieder da sein wirst. Aber noch kann ich ja auch nicht abschließen. Immerhin bist du ja da. Und wenn du wiederkommst, muss ich doch bei dir sein. Aber das heißt eben hängen bleiben. Festgebunden sein. Als würde ich einer dieser Fußfesseln tragen. Du weißt schon, die mit den fetten Kugeln dran. Jetzt trüge ich die immer mit mir rum. Ich muss,
Und ich gehe auch weiter. Nur fällt es mir so viel schwerer als allen anderen. Andererseits, was bilde ich mir ein? Ich bin wohl nicht die Einzige mit vergangenen Lastern. Nicht, dass du einer wärst. Du belastest mich nicht, aber... Die Situation macht dich zu einem.